Hallo und herzlich willkommen hier zu Heartbeat Games und zu einem neuen Part von Call of Duty Ghosts. So, dann. Ah, verdammt! Alter, wie habe ich das hinbekommen, jetzt diese zwei Tasten zu klicken? Keine Ahnung. Na gut, wir sind immer noch hier in diesem Hochhaus von der Allianz. Also die Infiltration läuft weiter. Jupp. Wir suchen ja diesen Kumpel von Rogue. Er ist nicht hier. Ach nö. Ich hab ihn. Ja, klar, sie. Tja, da ist der gute Mann. Er wusste von euch. Wo ist Rock? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Hash. Du hast 5 Sekunden, um uns Rocks Position zu verraten. Er 4, ist nicht hier. 3. 2. Seine Position ist da drin, in einer verschlüsselten Datei. So, so, so. Wenn das mal nicht der lebende Tote ist. Rock. Ich wusste, er wird den Brotkrumm fallen. Du Mistgeil wolltest meinen Vater töten! Hash! Die Söhne von Elias Walker. Ja. Die Jungen, die Männerarbeit erledigen sollen. Wo bist du, Rock? Es ist egal, wo ich bin. Das wird er auch wirklich sagen jetzt. Vor 10 Jahren zurückgelassen haben. Und von dieser Nacht an lebt Elias mit dem Wissen, seine Söhne in den Tod geschickt zu haben. Oh oh. Raus hier! Alter, wo bin ich? Oh oh. Wohin denn? Ja, ich laufe einfach mal hier so runter. Jupp, war richtig. Ach ja, 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 ja. Von wo? Ja, man, natürlich. Die Tür müssen sie natürlich auch machen. Das kriegen wir hier als Spezialsoldat nicht hin. Oh Gott, es ist laut hier. Laptop ist schwer beschädigt, aber Norad konnte was finden. Rock? Er ist alle 12 Stunden in Bewegung. Aber für die nächsten 12 kennen wir seine Position. Ein schwimmender Industriekomplex im Golf, besetzt von der Föderation. Sie nennen ihn den Freihafen. Es war Norads Fund und sie wollen ihn lebendig. Ihr bekommt ein paar Vögel für die Jagd. Ich koordiniere die Einheiten von Spectre aus. Wird eine verdammt wilde Jagd. Fette Beute, aber ihr wisst, was zu tun ist. Raubvögel. Apache-Gruppe 25, Sondereinsatzgeschwader. Okay, sehr gut. Ich sitze in einem Apache. Und das Spiel macht mir sehr große Probleme, Freunde. Ich prüfe das gerade. Bitte warten. 10 Sekunden. Wir müssen auf diese Typen feuern können. Es ist sehr, sehr ruckelig. Keine Ahnung warum. Spiel gespeichert. Ja. Ich habe die Einstellung schon ein bisschen runtergeschraubt. Von Ultra habe ich sie auf Hoch. Und qualitativ merkt man das wirklich. Teilweise ist das Spiel wirklich Matsch. Ihr seht das jetzt hier auch. Und ja, dennoch ist es so ultra Hardware hungrig. Ich komme überhaupt gar nicht nach mit meinem ja, Aufnahmeprogramm. Okay, mit G und mit der Maus für Raketenerfassung. So, das klappt schon mal. Zeichnen Sie das alles auf oder greifen Sie Ziele an? 1-1 greifen Sie an. Noch mehr Ziele
auf den Dächern. 1-1, wir haben Feindbeschuss vom Gebäude im Westen, zwischen den Straßen. So, jetzt hat sich's wieder mal normalisiert. Greifen das Gebäude an. Feindliche Flieger bei den Schornsteinen. Wir haben feindliche Flieger in der Nähe der Schornsteine. Ja, das war. 1-1, 1-0. So. So, der ist auch Geschichte. Wie gesagt, das Spiel ist sowas von hardwarehungrig. Es gab mittlerweile ein Patch, knapp 500 Megabyte. Okay. Das war knapp. Komm, jetzt stirb. Jawohl. Ach, das ist unser einer. Verzeihung, Buddy. Wie gesagt, es gab jetzt mittlerweile einen Patch, aber... Tja. Gefühlt wurde das Spiel schlimmer nach dem Patch. Yep. Keine Ahnung, was Infinity Ward da verbrochen hat. Ehrlich, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Was heißt ein bisschen? Früher war es ja immerhin so, dass die Grafik ja nicht mithalten konnte mit den wirklich grafischen Perlen. Aber dafür lief es auch wie geschmiert. Also wenn ich mir mal Black Ops 2 angucke, das lief echt wie geschmiert und teilweise ist das hier so ein kleiner Rückschritt in Bezug auf Black Ops 2. Zum Beispiel hier auf hoch ist das teilweise ein Textur-Matsch. Schaut euch die Dings hier an. Tja, die Ecken und Kanten und so weiter. Naja, sei es drum. Ich bin ja auch nicht so die Grafik-Hura. Ich finde es nur... Ich finde es eben nur schade, weil die... die Shooter... sind eigentlich im klassischen Sinne auch dafür da, dass man die Grafik immer wieder mal ein bisschen forciert. Jetzt komm, verdammt. So. Die standen immer in der Tradition, eigentlich die grafischen Qualitäten immer wieder mal auf Vordermann zu bringen, immer wieder was Neues. Weg hier. So, war's das jetzt hier? So. Na gut, genug gequatscht. Nee, das ist unser einer. Okay, da sind noch einige Flieger, jawohl. Alter, ich werf die doch die ganze Zeit. Oh, 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 weg hier, weg, 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 weg. Unser einer, verdammt! Tut mir leid.
oh, das war's. So, die Deckung ist gar nicht mal so übel. Und die Story ist total wirr. War sie eigentlich schon immer, aber... So, weiter geht's. Ich quatsche hier zu viel, glaube ich. Beziehungsweise denke sehr viel nach. Ja, danke aber auch. So, wohin? Ach, dahin sollen wir. So, Ziel erfüllt. Tja, das ging aber schnell. Tja, nur eine lächerliche Pistole. Also wie gesagt, Leute, ich finde das wirklich ja, ziemlich schade. Auch die Story ist total wirr. Es wird davon gesprochen, dass die Amerika, irgendwie... Ja, danke, Merrick, dass du mir voll in die Flinte läufst. Dass die Amerikaner irgendwie angegriffen wurden und total schwach sind und wir fliegen hier mit irgendwelchen Apaches rum. Ja, und die Technik. Ist echt schade, dass das so hardwarehungrig ist, das Ganze. Ah, verdammt, das sind ja meine ein. Naja, mein Fazit wird ja eh nochmal zum Spiel kommen. Und ich sag's jetzt euch schon mal, es wird nicht sonderlich positiv. Ja. Alter! Du verdammter Camper! Und zack! Nein! Wo sind die denn, die verdammten Bengel? Und was macht ihr da? Keine Ahnung, ich glaube, ich muss auch darüber. Machen wir doch mal. Kommt, Jungs, sind alle sauber hier. Oh, 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 verdammter Lag. Spiel gespeichert. Hey, da ist was. Tja, ein Fernseher, der nichts anzeigt, wird gleich mal kaputt geschossen. Na komm, jetzt stirb. Welche Theatralik noch mein Sterben? Ah, verdammt. Ach, das ist ja Kiegen. Ist ja nicht, der kriegt einen Arschschuss. Das hat er glatt überlebt. Verdammt, Mann! Die sind aber treffsicher.
Verdammt. So, frisst das. Was war denn das? Hey, das ist das Windows 98? Alter, komm. Oh, ich kann da jetzt nicht rein. Das sieht entweder nach XP oder Windows 98 aus. Ja, von wegen, das ist die Zukunft hier. So, Leute, bevor es hier weitergeht, kommt doch wieder mal ein Cut. Der Part ist schon, glaube ich, länger geworden, weil ich habe die Zeit irgendwie aus den Augen verloren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann schaltet definitiv im nächsten Part wieder mit rein. Macht es gut und bis dann. Ciao.